Hallihallo, so, da bin ich wieder. Ich habe ein paar Tage nichts von mir hören lassen, aber dafür kommt jetzt mal wieder ein schöner Tourblock. Wir sind mittlerweile in Düsseldorf, haben schon zwei Shows in Frankfurt gespielt, die wirklich unglaublich toll waren. Dann waren wir noch gestern in Bremen, was auch ein Wahnsinnskonzert war. Danke nochmal an das Bremer Publikum, das war großes Kino und heute sind wir in Düsseldorf. Hier seht ihr Gerald. Gerald ist unser Tourleiter, der kümmert sich immer darum, dass alles klappt, dass keiner verloren geht und sammelt uns immer ein. Wir sitzen hier in Düsseldorf und haben gerade ein großes Problem, weil es gab beim Soundcheck gab es einen Stromausfall und dann ist bumm, einfach alles ausgegangen. Sofort ist ein Keyboard kaputt gegangen und jetzt hängen wir hier und es werden Keyboards aufgeschraubt und hoffentlich repariert. Muss mal gucken. Ne, Mike ist hier nicht, nirgendwo. Es wird kein Keyboard repariert, das macht er irgendwo anders. Ja, jetzt ist der ganze Zeitplan ganz schön durcheinander gewürfelt, aber so ist das manchmal auf Tour. So, ich bin hier nochmal auf dem Weg zur Bühne, das ist hier etwas größer. Wir sind ja in der Philips-Halle, nee, stimmt gar nicht, in der ehemaligen Philips-Halle. Jetzt in der Mitsubishi Electric Hall und ehemals, glaube ich, nochmal eine ganz andere Halle. Das ist ja sowieso so ein komisches Thema, was ich persönlich ja ein bisschen, naja, nervig finde, sage ich jetzt mal. Man spielt ein Jahr eine Tour und denkt so, toll, ich bin in der Köln Arena und dann kommt man wieder und sie heißt anders. Das ist toll. Ich verstehe natürlich, warum das gemacht wird, aber es ist trotzdem nervig. So, hier, das ist die für mich immer noch Philips-Halle. Hier ist unsere Bühne. Kennt ihr ja alles schon. Sind alle sehr, sehr geschäftig. Ja, ich hoffe, wir sehen uns noch auf ganz vielen Konzerten. Wir laufen so richtig warm langsam. Das macht immer mehr Spaß und hoffentlich bis bald. Tschüss.